Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Freunde der großen und kleinen Bahnen zur Dezemberausgabe der 77. von Modell und Bahn. Und das sind unsere Themen heute. Modellbahnverein vorgestellt, die Modellbahn im ProSport Berlin 24 e.V. und wir stellen den Lokklassiker, die BR 132, die Ludmilla in H0 von Pico vor. Modelleisenbahnen stehen besonders kurz vor Weihnachten wieder im Mittelpunkt des Interesses. Bleiben sie doch immer das etwas besondere Geschenk, um Kinderaugen unterm Weihnachtsbaum zum Leuchten zu bringen. Solange die Modellbahn klein und bescheiden bleibt, ist die Welt in den Kinderzimmern ja noch in Ordnung. Aber wehe, sie wird größer. Dann bleiben nur zwei Lösungen. Entweder Hobby aufgeben, das wäre die denkbar schlechtere. Größere Wohnung ist wohl etwas schwieriger. Oder man schließt sich einem Modellbahnclub an. Das wäre wohl die bessere Lösung. Da treffen sich Gleichgesinnte, um ihr Hobby ausleben zu können. Macht ja auch in der Gruppe viel mehr Spaß. Denn sind wir mal ehrlich, viel Platz in der eigenen Wohnung für Modelleisenbahnen zu haben, ist nur wenigen vergönnt. Womit wir beim ersten Thema der Sendung sind. Modellbahnverein vorgestellt. Heute die Modellbahn im ProSport Berlin 24 e.V. Die Modellbahn im ProSport Berlin 24 e.V. ist hier ein bisschen versteckt gelegen in der Seestraße 83 in Berlin-Wedding zu Hause. Im März 1966 schlug die Geburtsstunde der Modellbahn im Postsportverein Berlin e.V. Der Begriff verwirrt mich ein wenig. Da drängt sich sofort die Frage auf, was hat ein Sportverein mit Modellbahn am Hut? Das ist Historie. Wir sind anfänglich gegründet worden im Postsportverein. Sportverein. Der hat damals noch wesentlich mehr Untergruppen gehabt, wie Schach, Fotografieren, also alles auch Dinge, die nichts mit Sport zu tun haben. Das hat sich mit der Zeit immer mehr, sind die ausgegründet worden, die Vereine sind aufgegeben werden, oder die Abteilungen haben aufgegeben und der Postsportverein wurde 2004 in ProSport Berlin umbenannt. Und wir sind die einzige Abteilung, die quasi fremd zum Sportverein noch dort mit bei ist. Aber daher kommt das, dass wir im ProSport Berlin aufgehangen sind, als einzige Abteilung, die nichts mit Sport zu tun hat. Beziehungsweise manche behaupten ja, die drei Treppen hier hoch, das ist unser Sport. Das kann ich bestätigen. Die Schlepperei mit der Kameratechnik herauf bis in den dritten Stock hat schon was Sportliches an sich. Oben angekommen öffnet sich die ganze Welt der Modellbahn im ProSport Berlin 24 e.V. Kernstück und Blickfang ist die 80 Quadratmeter große Anlage Posthausen. Sie ist in U-Form mit einem angesetzten L ausgeführt. Rechts daneben ist die ca. 40 Quadratmeter große Anlage Klosterfeld mit gleichnamigem Bahnhof. Thema Schweiz. Linke Hand steht noch eine kleinere Anlage mit Industriethema und einem Bahnhof. Der hat allerdings noch keinen Namen. Alle Anlagen sind in Spurweite H0 ausgeführt und keinem konkreten Vorbild nachempfunden. Bevor ich aber auf die Anlagen eingehe, möchte ich etwas über die wechselvolle Geschichte des Vereins erfahren. Und wer könnte das nicht besser als Herbert Wesenack? Er war damals einer der Gründungsmitglieder. Dieser Club wurde gegründet 1966. Und zwar waren das sechs Eisenbahnfreunde, die sich durch Mundpropaganda zusammengefunden haben. Und dann haben wir eine Möglichkeit gesucht, auch Unterkunft zu kriegen, um eine andere aufzubauen und so weiter. Und haben das in seiner Zeit Unterschlupf gefunden, wie man so sagt, beim Postsportverein Berlin. Der sogenannte Unterschlupf beim Postsportverein währte nicht lange. Zwei Monate später, im Jahre 1966, zog der Verein hier in die neuen Räume nach Langwitz in die Siemensstraße. Dort stand mit ca. 350 Quadratmeter eine riesige Fabriketage zur Verfügung. Ein Traum. Jetzt konnte ganz groß geplant und mit dem Bau der ersten Anlage begonnen werden. Aber es kam wieder anders. Die Hälfte der Fläche musste an die Tischtennisabteilung abgegeben werden und eine weitere Fläche von 40 Quadratmeter wurde der sogenannten Beutelreserve der Deutschen Bundespost zugeordnet. Zwei Jahre später, 1968,
zog der Verein wieder aus, weil die alten Räumlichkeiten samt Gebäude abgerissen werden sollten. Es musste eine neue Bleibe her. Die fand man in der Dessauer Straße in den Kellerräumen im Postzeitungsamt nähe Potsdamer Platz. Die neue Anlage wurde in Relaistechnik betrieben und zur Stromversorgung standen 2 12-Volt-Akkus im Pufferbetrieb zur Verfügung. Anfahren und Bremsen wurden automatisch geregelt und mit 2 miteinander verschlungenen Hauptstrecken, einer Zahnradbahn und 2 Schattenbahnhöfen konnte schon ordentlich Betrieb gemacht werden. 1977 musste der Modellbahnverein wieder ausziehen. Das Postzeitungsamt war der Städteplanung im Weg und sollte einer Umgehungsstraße weichen. Mit Hilfe des Postsportvereins gelang es noch 1977, neue Räumlichkeiten in der Ringbahnstraße in Tempelhof zu beziehen. Und es wurde wieder an einer neuen Anlage gebaut. Und die wurde dank elektronischen Fortschritts mit einer Computersteuerung versehen. Jetzt konnten erstmals Betriebsabläufe automatisiert erfolgen. Die Anlage hatte bis Ende 1991 beträchtliche Abmaße angenommen. 1991, Sie ahnen bestimmt, was kommt, mussten die Räume in Tempelhof wieder aufgegeben werden. Noch brauchbare Materialien wurden für mehrere Monate in Kellerräumen des Fernmeldeamtes 3 zwischengelagert und es begann die Suche nach einer neuen Bleibe. In Adlershof in der Agerstraße wurde dann eine Holzbaracke ausfindig gemacht und dem Verein zur Verfügung gestellt. Nun hieß es also wieder Ärmel hochkrempeln und neu anfangen. Aber auch die Agerstraße in Adlershof war kein dauerhaftes Domizil für den Verein. 1997 mussten sozusagen wieder die Koffer gepackt werden. Jetzt war der Verein erstmals obdachlos. Durch Vermittlung des Vereinsmitgliedes Ulrich Berner gelang es, im Telekom-Gebäude in Berlin-Wedding in der Seestraße eine Bleibe zu finden. Hier endet der kleine Ausflug in die Geschichte des Vereins. Ich sage nur Hut ab vor so viel Ausdauer. Herbert Wesenack brachte es ganz trocken auf den Punkt. Das Hobby Modellbahn hat den Verein zusammengeschweißt und sie haben sich nie aufgegeben. Und haben immer von vorne neu angefangen. Und die Anlage, die wir zurzeit betreiben, ist unsere 7. Anlage. Nach dem kleinen Ausflug in die Geschichte des Vereins wende ich mich jetzt den Anlagen zu. Mittelpunkt ist die große H0-Anlage Posthausen mit ca. 80 Quadratmeter Grundfläche. Hier sind 800 Meter Gleise verbaut, 190 Weichen eingebaut, 72 Oberleitungsmasten aufgestellt und mit ca. 30 Meter Fahrleitung versehen. 72 Lichtsignale und 9 Flügelsignale sichern die Fahrwege der Züge ab. Der Hauptbahnhof Posthausen, 3 Nebenbahnhöfe, 6 Schattenbahnhöfe, eine Güterabstellgruppe, eine Abstellgruppe für Wendezüge, ein Dampflok-BW, ein Diesel-BW und ein E-Lok-BW sorgen für traumhafte Bedingungen für einen abwechslungsreichen Zugbetrieb. Die Anlage wird komplett digital im DCC-Format gesteuert. Vom Hauptbahnhof Posthausen aus will ich mir einen kleinen Überblick über die Anlage verschaffen. Die gesamte Anlage in allen Einzelheiten vorgestellt, würde allerdings den Zeitrahmen dieser Sendung jetzt sprengen. Links neben dem Kopfbahnhof befindet sich die 5-gleisige Abstellgruppe und ein Bahnbetriebswerk für E-Loks. Gegenüber befindet sich das BW für Dampf- und Dieselloks. Über die 2-gleisige Hauptstrecke nach links mit Abzweig einer eingleisigen Nebenbahn gelangen die Züge zu einem 5-gleisigen Schattenbahnhof oder zum Bahnhof Werz, an dem sich eine 6-gleisige Güterzugabstellgruppe befindet. Beide Strecken führen über Kähren wieder zum Hauptbahnhof Posthausen zurück.
Der Betrieb am und neben dem Hauptbahnhof Posthausen zieht mich für einen Moment in den Bann. Viele Details gibt es hier zu entdecken. Und wie es sich für eine ordentliche Modellstadt gehört, ist die Straßenbahn und der Bus für den Nahverkehr zuständig. Vom Hauptbahnhof Posthausen nach rechts führen zwei zweigleisige Hauptstrecken, auf denen die Züge den idyllischen kleinen Bergbahnhof Wendelstein erreichen. Unter dem Bahnhof Wendelstein befindet sich eine achtgleisige Abstellgruppe. Über diese Abstellgruppe gelangen die Züge über eine Kehrschleife wieder zurück in den Hauptbahnhof. Der kleine verträumte Bahnhof Schwarzburg ist ebenfalls vom Hauptbahnhof aus erreichbar. Hier kann man noch richtige Nebenbahnromantik erleben. Jetzt drängt sich mir die Frage auf, wie funktioniert denn die Zusammenarbeit der ca. 30 Mitglieder des Vereins und was sind die Kriterien für eine Aufnahme im Verein? Naja, es sind einmal menschliche Fähigkeiten, ich sag mal diesen abgenutzten Begriff Teamarbeit, aber das ist hier wirklich Teamarbeit, die wir machen, ansonsten geht es nicht. Und dann in der Teamarbeit kann aber jeder sich selbst ein Gebiet aussuchen, wo er meint, das ist das, was ihm am meisten Freude macht und wo er auch für sich selbst gute Ergebnisse erzielt, wo er dann eine Befriedigung erzielt, dass er was geleistet hat, für sich selbst sein Wissen erweitert hat, aber auch für den Verein förderlich ist. Und dann tritt er ein und dann beschließen wir in einer Sitzung, ja, der passt hier bei uns rein und dann ist er ein neues Mitglied und wir freuen uns. Und wie sieht es mit der Nachwuchsarbeit im Verein aus? Denn Nachwuchssorgen sind ja immer wieder ein Thema bei Modellbahnvereinen. Naja, wir haben zweimal schon versucht, Schulklassen heranzuführen, wobei das aber sicherlich problematisch ist. Also solange sie in den ersten Klassen sind, also bis zum 10., 12., 13. Lebensjahr, ist großes Interesse hier vorhanden, das alles zu sehen. Und wir sind eigentlich überrascht, dass die weniger für die Technik Interesse haben, als mehr für die Landschaftsgestaltung, wo Figuren also auf dem Fahrrad fahren, nur mit einem Arm. Das sehen sie dann. Aber dann mit 10, 12 Jahren lässt das Interesse nach. Dann ist ganz menschlich ganz normal, dass dann andere Interessen in den Vordergrund treten. Dann merken sie, das gibt auch noch ein anderes Geschlecht. Und dann so mit 50, 55, 60 Jahren, dann erinnert man sich an seine Jugendzeit und dann kommen auch wieder neue Mitglieder hier bei uns her. Jetzt wende ich mich der etwas kleineren Anlage rechts neben der Hauptanlage zu. Das Anlagenthema der ca. 40 Quadratmeter großen Anlage ist in der Schweiz angesiedelt mit einer Kleinstadt namens Klosterfeld, mit Bahnhof, Güterbereich und Anschluss einer Nebenbahn. Im Vordergrund befindet sich eine Schnellfahrstrecke für ICEs. Diese Strecke ist ca. 21 Meter lang und wird zur Hälfte in einem offenen Tunnel führen. Diese Anlage wird ebenfalls digital gesteuert. Auch auf dieser Anlage fällt die liebevolle Gestaltung wie bei den anderen Anlagen auf. Es sind viele kleine Details, die das große Ganze letztendlich ausmachen. Siegfried Nacke ist zuständig für die Geländegestaltung. Wie geht man diese Aufgabe der Landschaftsgestaltung eigentlich an? Ja, schwierig ist es in dem Fall, wenn man wenig Fantasie hat. Man muss Fantasie haben und man muss sich die Natur draußen in der freien Landschaft ansehen, wie sie dort, was da wächst, wie sie gestaltet ist und wie man das dann auf eine Modelleisenbahnanlage eben anwenden kann oder umsetzen kann. Auffallend bei den meisten Modellbahnanlagen sind die Gebirgsthemen.
Wie kommt das eigentlich? Also in unserem Fall hier, in dem Verein hier, ist so entstanden, wir haben uns irgendwann mal vor langer Zeit zusammengesetzt und haben überlegt, was wollen wir zum Beispiel auf der Anlage bauen. Und da wir von Hause aus schon eine Menge Flachland auf der Anlage haben, bot sich automatisch an, dass irgendwo ein schöner Berg hin muss. Das war das eine. Das zweite ist zumindest auch bei vielen Anlagen, so war es bei uns auch, dass wir mit den Bergen Gleise und Strecken damit verdecken und kaschieren. Das ist mit ein Hauptgrund, glaube ich, warum eine Menge Berge gebaut werden. Damit eine Gebirgslandschaft auch vollendet wirkt, gehört auch eine stimmige Bepflanzung und Begrünung dazu. Ich habe Siegfried Nacke gefragt, wie viele Bäume denn auf dieser Anlage er gepflanzt hat. Trockene Antwort, bei 5000 habe ich aufgehört zu zählen. Oha, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Die dritte kleinere Anlage des Clubs ist einem reinen Industriethema gewidmet. Es ist die sogenannte Spielanlage des Clubs, wo an Tagen der offenen Tür beispielsweise Besucher und auch Kinder gern selbst einen Modellbahnzug steuern dürfen. Diese Anlage wird noch analog betrieben. Zum Industriegebiet mit Eisengießerei und Umspannwerk von RWE entdecke ich auch noch einen kleinen namenlosen Bahnhof. Hier sollen ja die Arbeiter ein- und aussteigen. Nur welcher Ort ist das? Vielleicht können Sie ja dem Club weiterhelfen, liebe Zuschauer. Mein Aufruf, Bahnhofsname gesucht. Und damit bin ich mit meinem Rundgang am Ende angekommen. Auch in der Stadt Posthausen ist es mittlerweile Nacht geworden. Und mit diesen stimmungsvollen Bildern geht dieser Beitrag zu Ende. Tja, was sagen Sie zu der Geschichte des Vereins, liebe Zuschauer? Man sagt ja sprichwörtlich immer, dreimal umgezogen ist wie einmal abgebrannt. Aber in dem Falle der Modellbahn im ProSport Berlin 24 e.V. könnte man es treffender formulieren, der Glaube kann Berge versetzen. Wünschen wir dem Modellbahnclub weiterhin alles Gute und keinen weiteren Umzug. Zum zweiten Thema der Sendung. Rechtzeitig vor Weihnachten macht Pico ganz besonders den Ludmilla-Fans eine große Freude. Die BR 132 ist im Handel und wir durften sie uns schon mal näher anschauen. Ab 1972 wurden 709 Exemplare der markanten russischen Großdiesellok an die Deutsche Reichsbahn geliefert. In der DDR wurden die Lokomotiven universell eingesetzt. Sie bespannten auf nicht elektrifizierten Strecken Reise- und Güterzüge mit bis zu 2200 Tonnen Zuglast. Die Loks sind auch unter dem Spitznamen Ludmilla bekannt und stehen in diversen Ausführungen teilweise bis heute im Einsatz. Als Vorbild für das Pico-Modell diente die Lokomotive 132-202-3 der Deutschen Reichsbahn. RBD Berlin, BW Frankfurt-Roder mit Revisionsdatum vom 29. März 1985, Baujahr 1975 und gibt den Betriebszustand ab 1985 wieder. Mit der Baureihe 132-232 offeriert Pico ein weiteres hochdetailliertes Modell eines Deutschen Reichsbahn-Klassikers. Das Modell der Baureihe 132 der Deutschen Reichsbahn ist eine Neukonstruktion und kommt als Pico-Expert-Modell in der typischen Deutschen Reichsbahn-Lackierung in purpurroter Ausführung mit breiten Zierstreifen in den Fachhandel. Dieses Modell wird in DC- und AC-Variante angeboten. Die AC-Variante ist ab Werk mit einem Plax 22 Decoder ausgerüstet. Als zweite Farbvariante bietet Pico dieses Modell als Baureihe 232 der Deutschen Bahn AG in Lackierung der DB Cargo Epoche 5 an. Die Pico Baureihe 132 überzeugt durch einen gelungenen Formenneubau
und die originalgetreue Umsetzung aller relevanten Details ihrer Vorbildmaschine. Die Modelle der Baureihe 132 der Deutschen Reichsbahn zeichnen sich unter anderem durch feinste Lackierung und Bedruckung aus. Die Baureihe 132 in der Deutschen Reichsbahn-Ausführung mit eckigen Bremslüftern verfügt über Nachbildungen der alten Kühlerlüfter, frühen Frontfenster, realistischen Indusi-Magneten, Dachsegment ohne Spannbänder, extra angesetzten Frontlaufstegen, Pufferaufnahmen mit Tritten, Heizungsstecker, gelungene Maschinenraumeinrichtung, scharf gravierte Drehgestelle und absolut stimmige, durchbrochene Nachbildung der großen seitlichen Lüfterwaben. Das Modell verfügt über zwei Haftreifen, die in diagonaler Anordnung auf den inneren Achsen der beiden Drehgestelle sitzen und ist mit Kurzkupplungsschächten nach NEM ausgerüstet. Die Baureihe 132 besitzt einen schweren Zinkdruckgussrahmen und wird von einem leistungsstarken Motor angetrieben. Das verleiht der Lok exzellente Fahreigenschaften und sorgt auch für ein vorbildgerechtes Ausrollen. Das Modell besitzt eine PLAX 22 Schnittstelle und ist für ein unkompliziertes Nachrüsten mit Sound und größtmöglichen Lautsprecher vorbereitet. Bei Fahrbetrieb erfolgt automatisch fahrtrichtungsabhängig der Wechsel von Dreispitzsignal sowie der Schlussbeleuchtung. Das Spitzenlicht verfügt über eine Auf- und Abblendfunktion. Das Schlusslicht für Schubbetrieb, das Rangierlicht FZ1 sowie der Maschinenraum und die Führerstandsbeleuchtung ist ebenfalls separat schaltbar. Die Loks der Baureihe 132 gehören zu den deutschen Brot- und Butterlokomotiven, die im Betriebsdienst weit verbreitet waren und teilweise bis heute in verschiedenen Ausführungen und Nummerierungen auf deutschen Gleisen im Einsatz stehen. Sie sollte deshalb in der modernen Ausführung von Pico in jeder Modellbahnsammlung vertreten sein. Neben den genannten Highlights gehören unter anderem der stimmige Formenbau und die technischen Features zu den hervorzuhebenden Vorzügen des Modells. Das attraktive Modell spricht durch ihr hervorragendes Fahrverhalten, die filigrane und betriebstaugliche Ausführung, Modellbahner und vorbildtreue Sammler gleichermaßen an. Die neu konstruierte Pico BR132 stellt als hervorragend detaillierte Formneuheit mit einer deutlich verbesserten Optik auch für Wechselstrombahner eine echte Alternative dar. Das war's wieder, liebe Zuschauer. Die Ausgabe Dezember von Modell und Bahn ist zu Ende. Und mir bleibt Ihnen nur noch ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Und uns gibt es wieder auf gleicher Welle und Kanal Anfang Februar. Dann wieder mit den Modellbahn-Neuheiten von der Nürnberger Spielwarenmesse. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Frank Buttig.